Es ist ein Affront für die Uiguren, wenn morgen in Urumqi der Prozess gegen ihn eröffnet wird. Er ist einer der wichtigsten Intellektuellen der Uiguren. Ihm droht eine langjährige Haftstrafe, vielleicht sogar die Todesstrafe. Und das alles nur, weil er sich eigentlich für Menschenrechte der Uiguren eingesetzt hat. Wenn man Ilham Tohti wegsperrt, dann bedeutet das im Prinzip auch das Aus für jede friedliche Lösung des Uiguren-Konflikts. Ilham Tohti hat sich immer bemüht, Brücken zu bauen zwischen den Uiguren und der han-chinesischen Mehrheitsbevölkerung. Er hat erklärt den Chinesen auf Chinesisch, was sind jetzt eigentlich die Hintergründe des Aufbegehrens der Uiguren, was wollen die Uiguren, inwieweit sind ihre Forderungen berechtigt. Das war so wichtig, diese Sprachlosigkeit zu überwinden zwischen Uiguren und han-Chinesen. Da hat er enorm viel geleistet und genau deshalb wirft man ihn ins Gefängnis. Das eben gerade nicht möchte. Man will keine Brücken überwinden oder Brücken bauen zwischen den Kulturen, sondern man setzt eben ganz knallhart auf Ausgrenzung und auf mehr Konflikt. Er hat immer wieder massiv die Nationalitätenpolitik Chinas kritisiert und hat gesagt, die Uiguren müssen eine tatsächliche Autonomie haben, sie müssen endlich ihre Rechte bekommen, die ihnen laut chinesischer Verfassung und Gesetzen zustehen. Und das hat ihm jetzt eine Anklage wegen Separatismus eingebracht. Und Separatismus ist so ziemlich das Schlimmste, was einem vorgeworfen werden kann in China. Es ist im Prinzip für ihn das politische Aus. Er wird wahrscheinlich für Jahre in Haft kommen. Und man will das ja auch genau. Man will ihn eigentlich aus dem Wege räumen. Man will diesen unliebsamen Kritiker endlich nicht mehr in Peking haben, der eben bei sehr, sehr vielen ausländischen Diplomaten und Journalisten sehr beliebt ist, weil er den Menschen erklärt hat, was sind die Hintergründe des Aufbegehrens der Uiguren. Er hat immer wieder darauf hingewiesen, was ist im Alltag für stetige Einschränkungen des Lebens für Menschen in Ostturkestan gibt, wie massiv Menschenrechte der Uiguren mit Füßen getreten werden von chinesischer Seite und dass letztlich, wenn China einen Kompromiss sucht mit den Uiguren, dann muss es bedeuten, dass den Uiguren mehr Rechte eingeräumt werden. Dazu ist China nicht bereit. Die Uiguren sind eine muslimische Minderheit, die im Nordwesten Chinas leben. Es gibt kaum eine Gruppe in China, die so massiven Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt ist wie die Uiguren. Ihre Religionsfreiheit wird eingeschränkt, Pressefreiheit gibt es nicht, können sich nicht frei auf den Straßen äußern. Wer ein Bart trägt, wird verfolgt. Inzwischen geht es so weit, dass man sich nicht mehr einfach ein Busticket kaufen kann, sondern seinen Pass oder Personalausweis vorlegen muss, weil China Angst hat vor gewalttätigen Uiguren, weil Uiguren sich immer häufiger wehren gegen diese massiven Einschränkungen ihrer Menschenrechte. Und das ist im Prinzip eine der größten Konfliktregionen Zentralasiens heute.